Ich habe mir hier Bleistift genommen. Ich zoome euch mal ein bisschen näher ran. So. Also. Ihr habt hier diese klassischen mathematischen Körper. Ja, Würfel, Pyramide, Kegel, Kugel. Ja, die sind nur exemplarisch. Letztlich kann man auch ein Gesicht machen. Ja, man könnte auch ein Porträt, also einfach jedes Gesicht besteht letztlich auch aus plastischen Körpern. Und weil das plastische Körper sind, die im Gesicht sitzen, die zwar so ein bisschen irgendwie weiche Übergänge haben und so, aber letztlich kann man das Gesicht genauso mit Licht und Schatten modellieren, ja, zeichnen. Ja, und das ist eben auch der Grund, weshalb man im Grunde alles, was man sieht, tatsächlich auch realistisch zeichnen kann. Weil es eben Licht und Schatten gibt. Gut, so, also was sollt ihr hier machen? Im Grunde ganz einfach, ihr sollt nur versuchen, unterschiedliche Grauwerte zu zeichnen, sodass das so aussieht wie hier in dieser Vorlage. Ja, und der Würfel hier ist natürlich ganz einfach. Jetzt kommt so ein bisschen natürlich handwerkliche Technik ins Spiel. Ich habe mit einigen Klassen im letzten Halbjahr schon besprochen, Thema Bleistiftzeichnung, wie verhält sich ein Bleistift und die verschiedenen Härtegrade. Wenn ihr jetzt zu Hause zeichnet, würde ich empfehlen, Kev VDB, herzlich willkommen, danke für den Follow. Ich würde empfehlen, einen 2B oder 3B Bleistift zu nehmen. Wenn ihr nur ein HB habt, geht das im Prinzip auch. So, und wenn ihr jetzt so eine Fläche hier zeichnen wollt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Irgendwie die schwierige Möglichkeit ist die, die man anwenden würde, wenn man nur einen Schwarzstift hätte. Da würde man nämlich schraffieren. Warte. Ich habe doch hier irgendwo schwarze Stifte extra. Der ist rot. Warum sind die alle rot? Mann. Verdammt, hier ist ein schwarzer. Genau. Also, wenn ihr jetzt nur so einen schwarzen Fineliner hättet, dann würdet ihr schraffieren. Schraffieren heißt, dass man schwarze parallele Linien zeichnet. Das Entscheidende beim Schraffieren ist, dass die Linien einigermaßen parallel sind. So. Und der Witz ist, dass man, wenn man diese schraffierten Flächen sich aus einer gewissen Distanz anguckt, dann vermischen sich optisch im Auge die schwarzen Linien und die weißen Zwischenräume zu einem Grauwert. Ja, das ist der Witz beim Schraffieren, ja, dass man sozusagen, wenn man nah dran ist, dann sieht man parallel gezeichnete Linien. Okay, aber wenn man weiter weggeht, dann vermischt sich das im Auge und aus diesen schwarzen Linien wird mit Hilfe des umliegenden weißen Umraumes wird dann ein Grauwert. Und genau das kann man sozusagen entsprechend nutzen. Das wird vor allen Dingen in der Drucktechnik genutzt. Also wenn wir uns mit Dürer beschäftigen, der hat das eigentlich ganz viel gemacht. Weil natürlich solche, wenn man nur schwarz hat, kann man ja keine Graustufen erzeugen. Eigentlich. Ja, weil da gibt es dann entweder nur schwarz oder nur weiß. Aber wenn man solche Schraffuren ansetzt, dann kann man mit den Schraffuren tatsächlich auch Grauwerte erzielen. Allerdings nur aus einer bestimmten Betrachterentfernung. So, also vom Prinzip her klar, hier ist eine einfache Schraffur, hier ist eine sogenannte Kreuzschraffur. Das heißt, da habe ich einmal in die eine Richtung Linien gesetzt und dann habe ich in der anderen Richtung Linien gesetzt. Ich habe das Blatt noch nicht ausgedruckt. Na, Lord Reissack, jetzt aber, jetzt mal los. Genau, diejenigen, die Schüler sind, die können sich ja jetzt vielleicht das Blatt auch schon mal direkt hinlegen und einen Bleistift schnappen. Und dann könnt ihr das quasi mitzeichnen, weil dann habt ihr es fertig. Dann könnt ihr es hochladen und fertig ist. Ich habe keinen 2- oder 3B und keinen HB-Stift. Och Leute, aber ehrlich gesagt, einen Bleistift werdet ihr ja wohl haben. Also das würde ich denken, kann man voraussetzen. Auch, ja, doch, einen Bleistift. Und wenn ihr keinen Bleistift habt, Leute, dann schickt eure Eltern los irgendwie. Dann müssen die euch einen Bleistift kaufen. Ja, das ist sozusagen lebensnotwendig. Ja, das ist so wie Wasser und Brot. Bleistift braucht jeder. Wenn nicht, bestellt auf Amazon. Ja, dann bestellt lieber nicht bei Amazon, sondern dann direkt bei Gerstecker oder Bösner oder sowas. Amazon, na gut, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Bestellt meinetwegen auch auf Amazon. Also ich bestelle nicht mehr bei Amazon. So. Okay, also das wäre die Variante, wenn ihr einfach nur mit einem schwarzen Stift arbeiten würde, mit so einem Feinliner.
Mit einem Bleistift ist das Ganze viel leichter, weil der Bleistift ist ein Werkzeug, mit dem kann man viel, viel, viel differenzierter arbeiten. Mit dem kann man auch Graustufen erzeugen. Ja, ganz helle Grauwerte und ganz dunkle Grauwerte. So, und wenn ihr jetzt so einen ganz hellen grauen Wert haben wollt, dann würde ich euch empfehlen, fasst den Bleistift relativ weit hinten an, so wie ich das hier mache, und dann führt ihr den so ganz vorsichtig, indem ihr so hin und her schwenkt den Stift, ja, in so Bahnen vor und zurück. Ja? Und je länger ihr das macht, umso mehr wird von dem Graphit, vom Bleistift abgerieben auf dem Papier und umso dunkler wird die Fläche. Ja, das könnt ihr so, wie ich das hier mache, irgendwie auch relativ leicht üben. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr Druck ausübe, wird die ganze Fläche entsprechend dunkler. Klar soweit? Das kriegt ihr alle hin. Und dann, wenn nicht, dann müsst ihr ein bisschen üben. Was schwieriger ist, und das machen nämlich viele falsch, die fassen den Bleistift so an, dass man die Finger ganz weit vorne an der Spitze hat, so zum Beispiel. Das ist immer dann gut, wenn man sozusagen mit relativ viel Druck Linien zeichnen will. Das funktioniert ganz gut. Wenn ihr damit eine Fläche erzeugen wollt, dann wird das alles irgendwie so, keine Ahnung, viel zu dunkel und krackelig und hin und her. Ja, also das ist, wenn ihr zu weit vorne anfasst, ist es viel schwieriger, mit dem Stift wirklich eine ganz weiche, einheitliche Fläche zu erzeugen. Also das ist ein bisschen Übungssache, aber je weiter hinten ihr ihn anfasst, umso weniger Druck übt ihr im Grunde von vornherein auf die Spitze aus. Ja, und je weniger Druck ihr auf die Spitze ausübt, umso heller kann entsprechend die Fläche werden, die ihr damit so zeichnet. Ist das soweit klar geworden? Möglichst weit hinten, genau. Je weiter ihr hinten anfasst, umso mehr habt ihr aber natürlich das Problem, dass die Spitze verhältnismäßig schwierig zu kontrollieren ist, so links und rechts. Ja. Also das heißt, wo jetzt genau hier das Ende ist, ist verhältnismäßig schwierig. So. Da gibt es im Prinzip dann die Möglichkeit, oder dafür gibt es eigentlich Radiergummis. Ja. Wenn ihr mit verhältnismäßig wenig Druck aufdrückt, könnt ihr mit dem Radiergummi ziemlich gut das Ganze wieder wegradieren. Ah. Ja, sowas soll nicht passieren, sage ich immer meinen Schülern irgendwie, wer sein Blatt knickt, irgendwie so, hat keinen Respekt davor, aber jetzt mache ich das, passiert mir selber auch. Also nächstes Mal, wenn ich euch deswegen blöd anmache, irgendwie so, sagt mir, dass mir das auch passiert. Ist keine Absicht, ich weiß. Ich will ja eigentlich nur vermeiden, dass Schüler irgendwie ihre Blätter irgendwie zusammenknüllen und in ihre Mappe schmeißen irgendwie und dann beim nächsten Mal wieder rausholen, auseinanderknüllen und dann drauf weiterarbeiten, ja. Das finde ich nicht gut, ja. Ihr sollt irgendwie schon Respekt vor euren eigenen Bildern haben. Auf der anderen Seite, das hier ist ja auch nur in Anführungsstrichen ein Übungsblatt, ja. Und wenn es euch nicht gelingt, einfach neu ausdrucken, nochmal machen. So, okay, dann habt ihr verstanden, dann mache ich das jetzt mal hier. So, jetzt habe ich diese helle Fläche und jetzt drehe ich das Ganze einfach ein bisschen und zeichne jetzt mal hier diese dunkle Fläche rüber. So, und jetzt merkt man schon, auch ich male da über den Rand rüber. Was aber jetzt gar nicht mal so schlimm ist, weil ich habe hier ja ein schönes Radiergummi liegen. Und alles, was ich machen muss, ist danach wieder sauber radieren. So, jetzt habe ich radiert und habe sozusagen mit der Hand einfach rübergewischt. Das ist, darin liegt eine gewisse Gefahr, ja. Weil, wenn ich jetzt hier mit dem Finger verwische, dann seht ihr, wird das Ganze schmutzig. Also nicht nur meine Fingerkuppe, sondern auch das Blatt. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass der Bleistift, die Mine, besteht ja aus Graphit. Und beim Zeichnen passiert nichts anderes, als dass ihr auf der relativ rauen Oberfläche des Papiers dieses Graphit abreibt. Und das liegt dann da im Grunde genommen als ein feines Pulver. Zum Teil wird dieses Pulver in das Papier reingedrückt, aber zum Teil liegt es auch einfach nur oben drüber. Je weicher der Bleistift ist, also ein B6-Bleistift ist zum Beispiel ziemlich weich im Verhältnis zu einem B3.
wenn ihr ein HB habt, ein HB-Bleistift ist noch härter als ein B3. Ja, also es gibt da so eine Abstufung und weich bedeutet in dem Fall, dass umso mehr Pigment einfach auf dem Papier liegt. Dadurch wird das Ganze entsprechend dunkler, aber es wird eben auch, also die Gefahr steigt, dass man das Ganze selber verwischt. Insofern ist für eine Aufgabe wie diese hier der B3 vielleicht sogar schon ein bisschen zu weich. Vielleicht wäre sogar ein HB oder ein 2B besser geeignet. Dürfen wir denn verwischen? Ich würde es euch nicht empfehlen, ehrlich gesagt, ja, weil wenn ihr in der Größe zeichnet, wenn ihr hier anfangt zu verwischen, kriegt ihr immer unsaubere Kanten. Das Verwischen hat natürlich den Vorteil, dass man diese, wenn man so will, holzmaserige Struktur oder so, die natürlich passiert, dass man die so ein bisschen glättet. Es gibt dafür ja extra Hilfsmittel. Habe ich hier irgendwo einen? Ja, da gibt es ja diese sogenannten Estompen. Das ist ja so eine Papierrolle und mit dieser Papierrolle, mit dem Estompen, kann man im Grunde genommen wesentlich gezielter und kontrollierter verwischen. Wer das machen möchte, kann das machen. Es ist aber letztlich für die Wirkung des Bildes nicht entscheidend. Die Aufgabe besteht ja auch vor allen Dingen darin, dass ihr überhaupt das Prinzip der Räumlichkeit über Licht und Schatten versteht. H3 ist nicht weich, H3 ist hart. H steht für hart, B steht für black, beziehungsweise genau für black. Das heißt, die harten Bleistifte, da ist es so, dass in der Mine ist ein relativ hoher Tonanteil drin, also viel Ton. Dadurch wird das dann hart, weil letztlich ist die Mine besteht ja aus Graphit und Ton, wird gemischt und dann wird es gebrannt. Und je mehr Ton drin ist, umso härter wird das Ganze dann. Ja, weil wenn man nur Ton hätte, dann wird es eben hart wie Keramik oder so. Wenn aber noch ein bisschen Graphit damit bei ist und man das dann sozusagen über so Papier führt, dann reibt sich eben zum einen der Ton ein bisschen ab, aber der verbröselt dann, der ist unsichtbar. Aber das bisschen Graphit, was da ist, irgendwie hinterlässt dann eine helle Linie. Bei den B-Bleistiften ist nur noch ziemlich wenig Ton drin und bei einem B8 nachher oder B9, der besteht fast nur noch aus reinem Graphit. Aber reines Graphit ist eben ganz weich. Ja? Und wenn das nur das Graphit ist und du ziehst einmal mit einem Bleistift hier eine Linie rüber, und so, dann ist die Spitze mehr oder weniger weg. Dann ist alles, das ganze Graphitpulver hier auf dem Papier verteilt. Die Linie ist zwar sehr dunkel und schwarz, aber du musst sofort wieder anspitzen. Das heißt, das ist sozusagen in vielen Fällen auch nicht wirklich praktisch. Und insofern gibt es da eben diese ganzen vielen Zwischenstufen, ja, zwischen ganz hart und ganz weich. Und für die Aufgaben, die wir hier machen, wenn es darum geht, sozusagen verhältnismäßig helle Grauwerte zu zeichnen mit so einem leichten Verlauf, da ist ein HB oder ein 2B eigentlich vollkommen geeignet. Und 2B-Bleistifte oder auch HB-Bleistifte sind eigentlich die auch üblicherweise in so Federmappen sind oder die man eben im Fachhandel einfach kauft oder Werbegeschenke. Ja. Ihr habt bestimmt zu Hause noch ein paar Werbegeschenke Bleistifte liegen. H gleich hart und B gleich weich. Genau, nee, B für black. Also das ist halt Englisch. Hard and black. Warum heißt es Bleistift? Ach ja, soll ich die Geschichte jetzt auch noch einfließen lassen? Also das kommt daher. Im Mittelalter haben die Graphit verwendet, aber wussten noch gar nicht, dass es Graphit ist. Sie haben gedacht, dass es Blei wäre. Ja, das ist eine Mine in England gewesen, irgendwie, da wurde das abgebaut und sie sind davon ausgegangen, weil sich das chemisch ähnlich verhält wie Blei, haben sie gedacht, dass es Blei wäre. Und entsprechend haben sie die dann Bleistifte genannt und erst, wann war das, 1780 oder so ähnlich, hat dann auf jeden Fall hat dann ersten Forscher sozusagen das Graphit als Element entdeckt. Ja, da hat er erst gemerkt, dass das gar kein Blei ist, sondern dass das was anderes ist, Graphit. Und Graphit ist letztlich so eine Art Kohle, bloß eben in ganz reiner Form. Während in Kohle, wenn du das im Bergbau abbaust, irgendwie ist da ganz viel, alles Mögliche an, weiß ich auch nicht, Öl und Schlacke und so ähnlich drin. Und Graphit ist verhältnismäßig rein und stark gepresst. Genau, und deswegen, die dachten, das wäre Blei, dann haben sie es Bleistift genannt und dann haben sie erst gemerkt, dass es gar kein Blei ist, sondern Graphit.
Weil es früher Blei war, man hat teilweise auch mit Blei gezeichnet, aber ehrlich gesagt eigentlich nicht viel, weil natürlich Blei auch ziemlich gesundheitsschädlich ist. Was man viel mehr gemacht hat, war mit Silber. Ja, Dürer zum Beispiel hat mit Silberstiften gezeichnet, nur ist das natürlich eine Kostenfrage gewesen. Ja? Also wenn, aber mit Silber, Silber verhält sich im Grunde genommen genauso wie so ein Grafikstift. Wenn du da so eine Silbermine drin hast und du führst es hier rüber, dann oxidiert das Silber und wird dann schwarz. Ja. Genau. Nicht schon wieder, das haben Sie schon 100-mal erklärt. Ja, okay, die Frage kam, ja, tut mir leid. Ich habe das schon 1000-mal erklärt, glaube ich. Entscheidend ist, dass ihr euch daran erinnert, dass ich es schon mal erklärt habe. Das heißt, ihr habt es verstanden und das nervt. Oh Mann, Leute, ja, Silberstift, ich will jetzt einen Silberstift. Okay, ich weiß gar nicht, kann man bestimmt noch kaufen heutzutage, ja, so für Nostalgiker. Aber die sind natürlich relativ teuer, ja, weil Silber hat natürlich echt einen Wert. So, jetzt Schluss mit Quatschen. Jetzt muss ich hier mal gucken, wie gehe ich jetzt hier diese Kegelspitze an. Da mache ich das so, dass ich auch wieder ziemlich weit hinten anfasse und von hier in der Mitte erstmal dunkel mache. Und von hier aus jetzt erstmal in die eine Richtung zeichne. Und dann, aber dafür muss man das Blatt immer so ein bisschen drehen, damit man tatsächlich die Spitze auch beibehält. Also die Aufgabe ist nicht so einfach. Pyramide und Würfel sind auf jeden Fall leichter. Das gebe ich zu. So, und hier kommen wir jetzt auch tatsächlich in einen Bereich, wo ich sagen würde, hier kann das auch Sinn machen, ein bisschen zu verwischen. Aber ich würde euch empfehlen, erst dann zu verwischen, wenn ihr im Grunde genommen die Helligkeitstöne schon einigermaßen erzielt habt. Ja, also jetzt ist so ein Zustand und jetzt kann man sozusagen hier ganz vorsichtig von der Spitze ausgehend nach unten hin verwischen. Hier unten vielleicht noch so ein bisschen. So, und jetzt habt ihr aber natürlich hier unten den Schlamassel irgendwie, dass ihr da das hier dunkel habt. Das macht aber nichts, weil wir müssen ja auch gleich noch einen Schatten reinzeichnen. Erstmal mache ich nur diese Figuren, aber gleich machen wir. Ich habe welche für 8 Euro gefunden. Silberstifte, ja. Na, ist doch super. Wer weiß, wie groß die sind, aber zum Probieren ist es bestimmt gut. So, genau, wir müssen ja hier unten gleich auch noch die Schatten hinzeichnen. So, und jetzt genauso machen wir das auch hier mit der Kugel, aber hier würde ich empfehlen, so ein bisschen kreisend zu versuchen, die Dunkelheiten zu treffen. Und immer versuchen, wenn man so Verläufe zeichnen will, immer erstmal mit relativ wenig Druck und dann sozusagen mehrfach rübergehen. Ja? Und mit jeder weiteren Schicht trägt man sozusagen wieder mehr Graphit ab und dadurch hat man eine viel bessere Kontrolle über die Helligkeitswerte. Ja, also hier habe ich jetzt sozusagen schon mal durch diese kreisende Bewegung schon mal so ein bisschen Graustufe reingebracht. Und jetzt versuche ich ein bisschen mehr aufzudrücken, muss ich auch vielleicht ein bisschen weiter vorne anfassen. Und so nach und nach nähere ich mich jetzt sozusagen dem Verlauf, den diese Kugelfläche hat, so langsam an. Also ich gebe zu, die Aufgabe mit der Kugel ist jetzt nicht so trivial. Das erfordert tatsächlich schon einige handwerkliche Übung. Aber versucht es. Ja, ihr habt auch 2 Reihen, könnt ihr auch sozusagen noch die zweite versuchen. Wenn die erste nicht gelungen ist, ihr könnt das Blatt auch gerne nochmal ausdrucken. So ungefähr. So, auch bei der Kugel könnt ihr natürlich dann anschließend versuchen zu verwischen. Ist aber eigentlich gar nicht nötig. So, und hier muss man aber natürlich jetzt gucken, dass man entsprechend versucht, ein bisschen die Kanten wieder sauber zu radieren. Ich will das jetzt nicht zu viel machen, weil wir müssen natürlich gleich noch einen Schatten dazu zu zeichnen. Denn das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Plastizität in Körpern
Dazu gehört eben nicht nur, dass der Körper in sich selber Licht und Schatten hat, sondern er braucht auch insgesamt einen Schatten, um als Körper in dem Bildraum verankert zu werden. Ja, also kein Ding hat in sich einen Schatten, aber keinen Schatten sozusagen irgendwo anders. Es sei denn, es fliegt durch die Luft und der Schatten würde irgendwo hingeworfen, irgendwie, was man nicht mehr sehen kann. Aber in dem Fall gehen wir davon aus, unsere Körper sind sozusagen, haben Volumen, haben Gewicht und liegen auf der Erde. Ja, und sind quasi, ja, haben deswegen, weil sie auf der Erde liegen, entsprechenden Schatten. So, hier malen wir den Schatten jetzt entsprechend einfach an diese Kante. Und bei dem Schatten, den ein Gegenstand sozusagen auf dem Grund hat, auf der Erde hat, ist natürlich immer zu beachten, irgendwie aus welcher Richtung kommt denn das Licht. Ja, das muss man sich ja auch vorher schon überlegt haben. Und dann muss man natürlich gucken, irgendwie, wie laufen denn im Prinzip, also da muss man versuchen, ein bisschen räumlich zu denken und umzudenken. Es sei denn, man hat ein Anschauungsobjekt, da kann man dann natürlich ganz genau beobachten, wie ein entsprechender Schatten tatsächlich verläuft. Ansonsten muss man das versuchen, sich mehr oder weniger auszudenken. Ja, jetzt habe ich da wieder. Hier, das ist natürlich schlecht. Da habe ich jetzt sozusagen einen kleinen Fleck reingemacht. Und das sieht jetzt aus, als wäre dieser Kegel unten so ein bisschen kaputt. So, liebe Leute, und er bekommt noch Schlagschatten. Iga Maler, ach Paul, du bist das. So, er bekommt noch einen Schlagschatten. Genau, meinst du jetzt hier mit dem Schlagschatten? Schlagschatten ist ja eigentlich als solcher abhängig von der Art der Lichtquelle. Das heißt, es gibt ja sozusagen verschiedene Arten von Lichtquellen. Es gibt ein diffuses Licht, wenn zum Beispiel bewölkter Himmel ist. Ja, dann ist mehr oder weniger alles von oben beleuchtet, aber einheitlich. Ja, so ist diffus. Oder man ist irgendwo in einem Raum und es gibt tatsächlich irgendwie ein Spotlicht, was direkt irgendwo rauf scheint. Und wenn dieses Spotlicht jetzt zum Beispiel in einem Meter Entfernung vor mir ist, dann würde der Schatten, der zwei Meter hinter mir an die Wand geworfen wird, irgendwie doppelt so groß sein. Das ist dann eher ein Spotlicht. Ja, also das heißt, man kann sozusagen, was die Lichtquelle betrifft, auch noch unterscheiden und differenzieren. Und tatsächlich, genau das haben die Künstler sich nämlich auch gedacht. Also ihr seid genau auf der richtigen Spur. Die Künstler der Renaissance und vor allen Dingen auch die des Barock, was dann anschließend kommt, die haben da wirklich viel mit Licht experimentiert und haben sozusagen zum Teil wie so Lichträume geschaffen, irgendwie, wo der Hintergrund völlig unklar und diffus und schwarz ist. Und das ist eben nur so wie in so einem Gruselfilm, ja, tauchen dann irgendwie einzelne Figuren auf und also es wird dann richtig dramatisch nachher, wenn wir zum Barock kommen. Diese Dramatik, was die Lichtsituation betrifft, haben die Renaissance-Künstler noch nicht gehabt. Also vielleicht so ein kleines bisschen Leonardo da Vinci. Aber die meisten sind doch eher von einer einheitlichen, diffusen Lichtquelle ausgegangen und haben sich vor allen Dingen um die Farbe gekümmert. Ja, das kommt dann bei der Hochrenaissance, wenn wir dann Michelangelo und Raphael und so haben. Da geht es hauptsächlich um Farbe. So, oha, jetzt habe ich hier aber falsche Seite. Ja, das ist natürlich jetzt schlecht. Jetzt habe ich im Prinzip alles versaut, weil es viel zu dunkel geworden ist. Aber ich kann ja nachher noch die untere Seite machen. Das mache ich aber jetzt nicht jetzt, weil jetzt müssen wir mal hier gleich noch ein bisschen weiter mit der Renaissance kommen. Gut, hier müsste man jetzt eigentlich mit dem Knetradiergummi wieder ein bisschen aufhellen, weil das hier zu dunkel geworden ist. Und genau dafür gibt es ja diese schönen Knetradiergummis, um das wieder ein bisschen insgesamt aufzuhellen. So, ich lasse das jetzt so. Ja, also wenn ihr es so macht, habt ihr eine 2 und fertig ist.